Anton, vor allem die Protagonistinnen aus der Jetztzeit, aus dem 21. Jahrhundert, die Gleichaltrigen. Für die funktioniert ja Blutverwandtschaft nicht mehr. Auch die Länder, die eingetragen sind als ihre Heimatländer in ihren Pässen, die Muttersprache, mögliche Religionszuweisung, all das hat nicht wirklich einen Wert. Und das heißt, alles, was sie haben, sind die Leute, die sie treffen können. Und nach denen sind sie auf der Suche. Also das ist tatsächlich der einzige Boden, den sie haben, das einzige, was sie stützt, wenn sie hinfallen, sind mögliche Verbündete. Sie würden es vielleicht wahrscheinlich nicht so formulieren, aber die verstehen. Und das findet man ja selten in der Blutsverwandtschaft und das findet man selten in den Ländern, wo ein vermeintliches Gemeinsames existiert, was aber natürlich nur eine Maske ist, eine Lüge, die als Klammer funktioniert, aber selten im Einzelfall greift.